Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Damit meine ich die, die sich eingefunden haben im Hörsaal 9 der hiesigen Hochschule zu Bochum. Und herzlich willkommen zu Hause im Büro, wo immer Sie sitzen, vor einem Bildschirm. Und herzlich willkommen zu dieser Fachtagung. Wir haben Aachen, Kiel, Köln und Leipzig als Modellstädte. Das Schöne daran ist, dass jedes Quartier für sich einen anderen Schwerpunkt mitgebracht hat. Und insofern war die Zielsetzung zu schauen, wie man die Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung optimal verknüpfen kann. Wir haben festgestellt, eigentlich weiß jeder, dass aktive Mobilität gut ist. Es ist gesundheitlich besser, es ist ökologischer. Aber als wir damit angefangen haben, 2016, 2017, gab es die Erkenntnisse, aber die Umsetzung war noch nicht so weit. Das hat sich in den letzten Jahren zum Glück rasant geändert. Wir haben dann Städte gehabt, die sich beworben haben, bei denen ich mich ganz herzlich als erstes bedanken möchte, nämlich die Vertreterin aus Aachen, Köln, Kiel und Leipzig, die sich die Mühe gemacht haben, einfach anzufangen und zu sagen, wir bauen ein bisschen um und nehmen dabei ein ganzes Quartier in den Blick. Es ist uns wichtig, dass man nicht so Einzelmaßnahmen macht, sondern dass man sich tatsächlich Maßnahmen anguckt, die in einem ganzen Quartier stattfinden, um das Zusammenspiel der Maßnahmen ansehen zu können. Und wir sind sehr dankbar, dass das Uber ein Projekt gemacht hat, um diese Maßnahmen zu evaluieren. Es ist Ihre Bühne, Frau Kirchbach. Okay, dann erstmal meinerseits ein herzliches Willkommen. Unsere Zielsetzung war es, ist es miteinander zu vereinen, beide Hauptrouten oder vorrangigen Routen, die genutzt werden durch den Radverkehr und auch durch den Fußverkehr miteinander zu verbinden in einem Straßenraum. Im Verlauf des Projektes haben wir auch Standards für Fahrradstraßen entwickeln können und rechts sehen Sie, wie die Straße jetzt heute umgesetzt worden ist. Wir haben eine Fahrradstraße mit einem Querschnitt von 4,50 Meter umsetzen können. Das Parken ist reduziert worden. Beidseitig konnten die Gehwege aufgeweitet werden und auch Aufenthaltsbereiche für den Fußgänger geschaffen werden. Weitere Projekte waren das Lothring Air. Dort hat Vernetzung stattgefunden, ein Austausch. Es ist ein Straßenfest durch das Viertel. Wir haben immer die Projekte Radvorrangroute, Premium Fußwege beworben und sind in den Austausch gegangen mit den Bewohnern. Auch ein sehr schönes Projekt von einem Anwohner aus dem Quartier, die Steigerung der Aufenthaltsqualität des Sürmannplatzes. Dort wurden Hochbeete und zusätzliche Sitzgruppen aufgestellt, um den Platz noch weiter zu attraktivieren. Wir haben jedes Jahr auch die Woche der Mobilität genutzt, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Wir haben zum Beispiel, als wir in der Planung zu der Lothringer Straße, zu der Fahrradstraße waren, ein Zukunftsfenster dort initiiert. Wir haben zwei Parkplätze weggenommen, eine Sitzmöglichkeit geschaffen. Das sieht man im linken unteren Bild und haben dann ein, wir haben es immer Zukunftsfenster halt genannt, aufgestellt, ein Foto von dem Ist-Zustand der Straße. Und dann konnte man es aufklappen, so wie im Fensterladen, und hat dann wieder eine Fotomontage gesehen, wie wir uns das den Straßenraum zukünftig vorstellen als Fahrradstraße und sind so dann immer in die Diskussion mit den Bürgern gegangen. Da haben wir im Parking Day, hatten wir 2017, 2018 schon mal einen Liefer- und Ladebereich gesperrt und dort Aufenthalt geschaffen. Jetzt haben wir es größer aufgezogen, zusätzlich noch eine Fahrspur und das Parken unterbunden. Es konnte nur der Bus und der Fahrrad auf der übrig gebliebenen Fahrspur fahren. Es wurde dann bespielt, Außengastronomie, es waren Veranstaltungen vom Theater und es war einfach belebt und vor allem wurde es nicht nur von einer Altersgruppe angenommen, sondern wirklich durchweg von allen. Und 2020 haben wir das dann nochmal ausgeweitet. Wir haben nicht nur die eine Seite des Theaters abgesperrt, sondern haben dann wirklich großflächig ums Theater rum die Straßen für den MIV gesperrt. Der Bus durfte fahren weiterhin, Fahrrad war zulässig und wir haben diese neu genutzte Fläche wieder
genutzt für Aktionen. Oliver Klarholz steht hier an diesem Rednerpult für die Stadt Köln, arbeitet im Amt für Straßen- und Verkehrsentwicklung und es geht um das Severinsviertel. Ja, eine der ersten Maßnahmen, die wir im Rahmen des Exwurst-Projekts umgesetzt haben, waren zwei Mobilstationen. Die haben wir auf öffentlichen Parkplätzen errichtet, vornehmlich für die Nachbarschaft. Das ist in Köln mehr oder weniger ein neuer Zuschnitt, weil die bisherigen Stationen einen Umstieg zum ÖPNV haben und wir an den Stationen jetzt primär die Nachbarschaft angesprochen haben mit stationsbasiertem Carsharing, Lastenleihrädern und ja, verschiedenen Leihradanbietern, die in den vergangenen Jahren immer mehr dazu kamen. Ja, die Ulrichgasse ist eine dreispurige Verkehrsstraße gewesen. Eine Radverkehrsanlage fehlte hier. Man sieht das im rechten Bildrand, dass Radfahrer dann entweder ja, auf dem Fußweg gefahren sind, da die Fußgänger behindert haben, oder aber, wenn sie auf der Fahrbahn gefahren sind, dann ja, teilweise auch angehupt wurden. Im Rahmen des Projekts bzw. auf Grundlage des Radverkehrskonzepts Innenstadt haben wir dann hier eine Fahrspur umwandeln können. War für uns eine recht große Maßnahme und eine der ersten in Köln, wo wir in der Form eine Fahrspur umgewandelt haben. Also in Bezug auf die Fahrradstraße haben wir Piktogramme aufgebracht, die Beschilderung erneuert bzw. ergänzt und wie gesagt die Fahrbahn verbreitert. An den ehemaligen Rechts-vor-Links-Kreuzungen haben wir die Vorfahrt für die Fahrradstraße eingeführt, damit Radfahrer ja hier auch zügiger durchkommen. Dann wurde am Ende der Fahrradstraße noch eine Ampel ausschließlich für Radfahrer errichtet, die dann auch einen Grünpfeil hat, sodass man auch bei Rot rechts abbiegen darf. Ein weiterer Baustein in unserem Modellvorhaben war die Förderung des Fahrradparkens. Zum einen im öffentlichen Raum, dient im Prinzip auch dazu, die Gehwege freizuräumen. Primär haben wir die Fahrradstände oder setzen wir die Fahrradstände auf Parkplätzen um, haben hier eine Zielmarke von 300 Fahrradständern ausgegeben, die wir dann im Rahmen des Projektzeitraums auch überschreiten konnten. Ein Bürgerbeteiligungsprozess, also einer von zweien, bezog sich auf Stellplatzexperimente oder Parklets, wie es auch genannt wird. Wir haben hier mit den Agora e.V., also ein Verein in Köln, beauftragt, der einmal jährlich den Tag des guten Lebens durchführt. Das ist ein autofreier Tag in einem wechselnden Quartier. Also die suchen sich jedes Jahr ein anderes Quartier, was sie dann an einem Tag autofrei sperren und dann mit temporären Elementen bespielen. Ein Foto davon sieht man oben rechts. Als Kommune hat man natürlich auch nur begrenzte Ressourcen und kann immer nur ein Projekt nach dem anderen bearbeiten. Und zum anderen war ich auch am Anfang überrascht, wie viel Zeit, also ich selber war auch überrascht, wie viel Zeit man halt braucht, um so Maßnahmen abzustimmen und am Ende auch umzusetzen. Es obliegt Ihnen jetzt, das vorzustellen, was Sie in der schönen Stadt Kiel umgesetzt haben innerhalb des Projektes. Herr Stamer, Ihr Rednerpult. Also unser Motto in Kiel war ein bespielbares Quartier. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, Beteiligung Öffentlichkeitsarbeit im Quartiersbüro, Quartiersfonds. Da habe ich jetzt mehrere Bilder mitgebracht. Einmal sieht man auf dem Foto, sagen wir mal, so das Highlight und der Ausgangspunkt ganz links gewesen, das ist unsere Kinderbeteiligung, die wir gemacht hatten in der Kieler Kuhle, aus der auch dann eine unserer Maßnahmen entstanden ist, die wir dann kurzfristig eben experimentell umgesetzt hatten. Ja, man sieht auch einige Abschnitte, Nummer 2 und Nummer 8 ist das, eben das Wellingdorfer Wohnzimmer oder die Wellingdorfer Straße und die Kieler Kuhle, wo wir also zwei Kringel drin haben, genauso wie die Mobilitätsstation. Das sind eigentlich die Bereiche, wo wir rangegangen sind, mit Vorstufen, mit experimentellem Umsetzen herangegangen sind. Wir haben den Platzbereich, den wir später auch umbauen wollen, also nächstes Jahr auch umbauen werden, haben wir erstmal durch Fahrradständer abgesperrt, sodass man den nicht mehr befahren konnte, eben nur noch als Radfahrer oder Fußgänger. Und wir haben eben dort, und das war so ein Glücksfall, dass zwei Künstlerinnen dort mit uns zusammen, ja, sind in einem Bürgerworkshop eine Gestaltung
eben umgesetzt haben. Und das ist die zweite Maßnahme in der Kieler Kuhle. Haben das eben auch, wie in der Skizze oben dargestellt, einfach durch Fahrradständer eben abgesperrt und haben das mit Verkehrszeichen ausgeschildert, dass da eben nur noch Radfahrende durch dürfen und Fußgänger. Dann haben wir noch versucht, bespielbare Elemente im Straßenraum unterzubringen. Links unten sieht man nochmal diesen Teppich im Wallingdorfer Wohnzimmer, den Sie dort 2018 angemalt hatten. Und der wird jetzt auch baulich so umgesetzt im nächsten Jahr, dass wir das mit Klinkerstein eben pflastern, sodass es eben dauerhaft bestehen bleibt. Mobilitätsangebote, die wir eingeführt hatten. Das ist die Mobilitätsstation, die ist ja ziemlich neu. Also der Quartiersansatz, den würden wir auch weiter in Kiel verfolgen für weitere Projekte. Es gibt auch schon Anträge aus der Politik von anderen Stadtquartieren, dass wir sowas machen sollen. Und wir würden auch weiterhin so vorgehen, wie wir das eigentlich auch in dem Quartier gemacht haben, dass wir da mit Übergangslösungen arbeiten, verkehrsplanerische Veränderungen, experimentelle Maßnahmen, Übergangslösungen einrichten. Barrierefreiheit ist so ein Thema. Ja, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformationen in der Bauphase ist total wichtig, weil wenn es dann endlich losgeht mit dem Bau, dann haben die meisten das schon wieder vergessen, dass man ja mal was geplant hatte. Hannes Lindemann, Gruß nach Leipzig. Sie sind Mitarbeiter im Verkehrs- und Tiefbauamt. Wir hatten vorher ein Projekt, auch Uber gefördert in dem Fall, Mach's leiser, da geht es um die Bürgermitwirkung bei der Lärmaktionsplanung. Und da sind auch ja, ein Großteil der Maßnahmen, die wir umsetzen wollten, zum Teil umgesetzt haben, auch entstanden oder hergekommen. Von daher, ein Großteil der Maßnahmen in unserem Projekt kam aufgrund von Bürgerideen. Unser Ansatz war es, möglichst viele Maßnahmen ins Rennen zu werfen, um beim Wegfall von Einzelmaßnahmen diese eben mit den übrigen Maßnahmen kompensieren zu können und eben diese Naunhofer Straße als zentrales Element im Projektgebiet. Eine andere Maßnahme, die, wenn Sie sozusagen im Blickrichtung stehen und nach rechts gucken würden, schließt sie sich an. Hier haben wir einen Plan mitgebracht, das ist die Einbindung der Aktivachse. Nach rechts weggehend bzw. nach Südosten die Aktivachse Naunhofer Straße, nach oben bzw. Nordosten müsste das dann sein, weggehen die Holzhäuser Straße, eine Hauptverkehrsstraße, die ins Projektgebiet geht. Hier mal ein paar Fotos, wie das jetzt aussieht. Wir sehen hier genau die verschiedensten Markierungsarbeiten. Wir sehen die temporären Leitelemente in weiß gehalten und auch nochmal in die Gegenrichtung. Wir klicken jetzt hier Richtung Knotenprager Straße. Genau, das ist eine von den wesentlichen Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, um den Bereich der Sicherheit für den Rad- und Fußverkehr zu erhöhen. Kurzum, wir haben viele Pilotprojekte, zwei wichtige Pilotprojekte umsetzen können. Wir haben Radverkehrsanlagen markiert und verschiedene Beiträge zur gesamtstädtischen Gestaltung und Entwicklung beitragen können mit Exvos. Es gab eine intensive Bürgerbeteiligung mit Ecken und Kanten, aber grundsätzlich haben wir als Verwaltung auch wirklich viel gelernt. Und den Einbindungsbereich, den ich am Anfang gezeigt habe, da haben wir zum ersten Mal quasi mit diesen temporären Leitelementen in der Stadt gearbeitet, unabhängig von Baumaßnahmen. Und das ist auch eine Maßnahme, die wir aktuell auf andere Stadtplätze auch anwenden oder damit gerade beginnen. Grundsätzlich wissen wir, welche Projektschritte jetzt langsam gehen, welche Projektschritte schneller sind. Und so ist es auch bei den Maßnahmen. Im Exvos-Projekt haben wir jetzt gelernt, bei welchen Maßnahmen wir wirklich intensiv erstmal noch in Diskussion einsteigen müssen und welche Maßnahmen wirklich schnell durchgehen. Und auch mit diesen temporären Leitelementen haben wir jetzt auch bei uns in unserer Kommune einfach Pflöcke eingeschlagen und wissen jetzt, dass das funktioniert, wissen, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, ohne in die Zukunft blicken zu können, dass wir auf dem Wissen jetzt aufbauen werden. Die Forschungsleitfrage, die uns von den Auftraggebern gestellt worden ist, waren vom Prinzip die zentralen Themen: Was muss ich tun, damit mehr Menschen zu Fuß gehen? Was muss ich tun, damit mehr Menschen Fahrrad fahren? Wie kann der Aufenthalt verlängert werden? Und natürlich die Frage, die heute auch schon mehrfach so im Raum stand: Was muss ich denn entsprechend tun, damit es schnell geht? Die Stadttransformation ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Wie kriege ich die Prozesse entsprechend gut gestaltet? Und so waren wir denn froh, die vier Modellstädte, die sich heute hier darstellen, Aachen, Kiel, Köln und Leipzig, hier ausgewählt zu haben. Ein zentrales Thema ist das Quartier.
das Quartier als integrierter Planungsraum und als Keimzelle zur Straße zur Umgestaltung der Städte. Das nächste Thema ist Angebot schafft Nachfrage. Was uns sehr freut, es war, viele Kommunen sind gar nicht herangegangen, haben Großverkehrs gezählt. Wie viele fahren hier, wie viele fahren da? Nein, ein zentrales Beispiel hier, am Beispiel der Stadt Köln auch dargestellt. Hatten wir gesagt, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Heute sagen wir, wer Radverkehrsanlagen, gute Gehwege sät, wird guten Radverkehr ernten und gute Fußgängerverkehre ernten. Am Beispiel der Stadt Kiel haben wir gelernt, Kinderspielaufenthalt kann ich induzieren, indem ich die Straßen so gestalte und entsprechend umsetze. Wie kriege ich die Stadttransformation schnell hin? Und deswegen hier am Beispiel der Stadt Leipzig haben wir die temporären Sofortmaßnahmen sehr gut befunden. Hier konnte ich sehr schnell eine entsprechende Qualität hinstellen. Der Planungs- und der Abstimmungszeitraum, der ist gleich intensiv. Aber der Realisierungszeitraum geht hier um ein Vielfaches schneller, um das auch hier haptisch einfach im Straßenraum weiter umzusetzen. Und das andere ist halt der Prozess. Die Prozesssteuerung ist aus unserer Sicht ein ganz entsprechend wichtiges Element. Das beginnt schon bei der Projektgestaltung, bei der Projektumsetzung. Wer ist zuständig für die Projektgestaltung? Wie schneide ich das Projekt zusammen? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung? Zwangsläufig geht es am schnellsten, wenn ich eine Gesamtquartiersplanung mache, als ein Projekt, lasse mir das von der Politik beschließen und die Umsetzung läuft als laufendes Geschäft der Verwaltung. Die Prozesse in der Verwaltung sollten aus unserer Sicht ebenfalls vernetzt und integriert laufen, mit vernetztem Arbeiten von Planung, Tiefbau, Straßenverkehrsbehörden im Rahmen eines proaktiven Jurfix und nicht erst dann, wenn ich die anderen Fachämter beteiligen muss. Wir befinden uns jetzt hier an einer Hochschule. Wir haben hervorragende ingenieurtechnische Ausbildungen und in der Ingenieurtechnik sind wir sehr gut aufgestellt in Deutschland. Die Prozessgestaltung, wen binde ich wann, wie ein, um ein Projekt möglichst schnell zum Erfolg zu bekommen, ist meine Wahrnehmung aktuell, das wird nicht intensiv gelehrt, da gibt es Defizite, aber das ist zwingend notwendig, dieser Strategieansatz, um erfolgreiche Stadtplanung zu machen, erfolgreiche nachhaltige Stadttransformation zu machen. Wir stehen im Bereich des Klimawandels, wir müssen langsam mal die Schlagzeilen ein bisschen erhöhen. Ja? Und da liegt es halt im Prozess und nicht in der Qualität aus im Ingenieurtechnik. Ingenieurtechnik sind wir fit. Es geht hier um 4 Modellstädte, die im Rahmen von Ex-Wost experimentelle Maßnahmen im Straßenraum durchführen durften. Beispielhaft sind jetzt hier mal Radfahrstreifen, temporäre Verengung einer Einmündung oder eben auch eine Fahrradstraße und eben ein modaler Filter in Kiel. Es ist eine Erfolgsmessung und Kontrolle. Es dient ja letztlich auch dazu, öffentliche Gelder auch ein Stück weit transparent zu machen, für was man sie verwendet hat. Ganz wichtig in der Mitte der Punkt, dass man eben daraus lernt. Für die verschiedenen Maßnahmen kommen da auch verschiedene Methoden in Frage. Ganz klassisch die Verkehrszählung natürlich, manuell oder dann auch videogestützt. Die Straßenraumbeobachtung war ganz wichtig, wenn man zum Beispiel wissen möchte, haben sich die Aktivitäten im Straßenraum verändert, auch Geschwindigkeitsmessungen oder auch Sekundärdaten, was ja auch bei der Evaluation immer günstig ist, wenn man nicht was selber erhebt, sondern auch Sekundärdaten nutzen kann, zum Beispiel bei den Verleihsystemen dann von den Anbietern die Daten. Das ist das schöne Beispiel der Ulrichgasse in Köln. Ne, Herr Klarholz strahlt. Das ist also wirklich in dem Sinne, da ist es wirklich gelungen, das sehr umfassend mit diesen wirklich durchzugehen. Ne? Also die Maßnahme wurde schnell umgesetzt, auch vor Corona. 96% der Anwohnenden, die wir befragt haben, haben die Maßnahme auch wahrgenommen. Wir haben eine Online-Befragung mit dem Tool Lime-Survey durchgeführt, hatten die Anwohnenden über Flyer, also wir hatten so kleine Hauswurfsendungen gemacht, da sieht man auch hier mal wie die so aussahen, so im Postkartenformat mit einem QR-Code und dann kam man dann eben auf die Befragung, also auf die internetbasierte Befragung. Der grüne Balken ist der Anteil, der gesagt hat, ja, ich habe die Maßnahme wahrgenommen, rot sind die, die das nicht wahrgenommen haben. Und da sehen Sie schon auch, dass das etwas schwankt, dass wir da auch eher so bei punktuellen, kleineren Maßnahmen, das ist eigentlich ja auch logisch, wie die Mobilstationen, dass das da nicht ganz so stark wahrgenommen wird, wie zum
Beispiel diese streckenbezogenen Maßnahmen für den Radverkehr, dass man eben sagt, durch die Maßnahme hat sich das Umfeld verschlechtert, also dass man eher nicht so zufrieden ist, sieht man jetzt hier, dass das dann dort mit 26-27% bei der Kieler Kuhle und auch bei der Wellingdorfer Straße so auch ein höherer Anteil hat, was eben dann auch zu erklären ist mit der Charakteristik, ne? Die Lage des Quartiers, die Sozialstruktur des Quartiers, das muss man ja auch mit berücksichtigen. Sehr klar, ne? Also in der Südstadt in Köln kommen halt solche Maßnahmen vielleicht positiver an als in anderen Quartieren. Aber wir wollen ja daraus lernen, umso wichtiger sind solche Erkenntnisse. Also was jetzt festzustellen war, dass zum Beispiel diese streckenbezogenen Maßnahmen für den Radverkehr eben deutlicher wahrgenommen wurden als jetzt zum Beispiel punktuelle Maßnahmen. Wie gesagt, das ist auch ein Stück weit logisch. Interessant oder eindeutig finde ich, dass doch diese fahrradbezogenen Maßnahmen jetzt auch im Vergleich zu den anderen besonders positiv bewertet worden sind. Grundsätzlich, dass man eben gesehen hat, ne, das Quartier mit der etwas höheren MIV-Nutzung, da ist es halt auch schwieriger, solche Maßnahmen. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, die Maßnahmen in Kiel waren vielleicht auch ein bisschen oder vom Ansatz her radikaler und das sollten sie ja auch sein, ne, mit der Sperrung eines Straßenraums. Das ist ja die Idee von Exwost. Also von daher ist das auch nachvollziehbar. Grundsätzlich finde ich, hat sich die Anwohnerbefragung so auch als Methode, finde ich, sehr bewährt in dem Projekt, weil man auch noch zahlreiche Hinweise und Verbesserungsvorschläge daraus generieren kann, die wir ja auch zurückgespiegelt haben an die Stadtverwaltung. Wir starten mit der Ulrichgasse. Wir haben hier noch mal ein kurzes Vorher-Nachher-Bild. Und sehen natürlich, dass die Spur, die da zugunsten des Radverkehrs entwickelt wurde, sehr gut wahrnehmbar ist. Und was ist da nun passiert? Sie sehen hier ein Diagramm, das zeigt, wie das Rad- und Fußverkehrsaufkommen in der Ulrichgasse sich im Vergleich von 2017 und 2019 verändert hat. Im Fußverkehr ist gar nicht so viel passiert. Dafür aber natürlich im Radverkehr. Das ist sehr eindeutig und da zeigt sich natürlich, welche Auswirkungen diese Spur dann gemacht hat. Das Ganze ist vor Corona, das vielleicht auch nochmal, also vor dem tatsächlichen nochmal verstärkten Fahrradboom gemessen worden. Und selbst da haben wir schon einen Zusatz von 95%. Es zeigt sich also, Angebot schafft Nutzung. Also ein wesentlicher Effekt dieser Fahrradspur war dann eben auch, dass dort die Konflikte in der Ulrichgasse deutlich abgenommen haben. Auf die Aktivroute Naunhofer Straße. Nicht so viele Veränderungen wie auf der Ulrichgasse im Konkreten, nicht so viele bauliche Veränderungen. Herr Lindemann hat es gestern betont, es gab Markierungsarbeiten und es gab insbesondere, darauf will ich nochmal hier eingehen und das betonen, schon erste Tempo 30 Ausweisungen. Die sind gleich wichtig in den Effekten, die wir beobachtet haben. Es ist nämlich so, dass trotz dessen, dass kaum bauliche Maßnahmen umgesetzt wurden, die durchschnittlichen Radverkehrszahlen deutlich zugenommen haben. Das Potenzial der Naunhofer Straße ist hier also mehr als offensichtlich. Ein kurzer Blick noch auf die Einmündung, die wir auch gestern schon gesehen haben, Naunhofer Straße, Holzhäuser Straße. Es ging ja darum, hier insbesondere die Querungsdistanzen für den Fußverkehr zu reduzieren, abgetrennt durch diese temporären Poller und die Markierungen und die Schwellen. Das sorgt für bessere Einsehbarkeiten für den Kfz-Verkehr wie auch für den zu Fuß gehenden. Und auch das hat natürlich Auswirkungen. Das haben wir gemessen und es ist rausgekommen, dass durch diese temporären Elemente, durch diese kürzeren Querungsdistanzen auch das Konfliktpotenzial deutlich zurückgegangen ist. Wir haben insgesamt auf jeden Fall auch eine höhere Frequenz. Das ist hier an den orangenen Balken zu erkennen. Also insgesamt schon eine höhere Nutzung. Da sind wir wieder bei Angebot schafft Nutzung. Und gleichzeitig ist das Konfliktverhalten deutlich zurückgegangen. Wir haben weniger Konflikte erfasst. Das haben wir beobachtet. Es gab da leichte Konflikte und schwere Konflikte, in die wir unterschieden haben. Ein schwerer Konflikt zum Beispiel wäre gewesen, wenn ein Fußgänger hätte zurückspringen müssen. Aber das haben wir in keinem Fall beobachtet. Also auch die Schwere der Konfliktsituation ist dort zurückgegangen. Gehen wir weiter nach Kiel, die Kieler Kuhle. Es handelt sich um einen Bereich, der für den Durchgangsverkehr des Kfz gesperrt wurde durch diese Fahrradabstellanlagen. Dadurch ist ein modaler Filter entstanden im direkten Umfeld eines Kinderspielplatzes. Sie sehen in der flächigen Darstellung den Spielplatz, von dem ich sprach. Und im direkten Umfeld dort ist diese Abpollerung installiert worden. Je roter, je dunkler die Flächen nun sind, desto mehr Frequenz und Querung hat stattgefunden. Was jetzt hier zu erkennen ist, ist, dass das Querungsverhalten in diesem abgepollerten Bereich insgesamt zugenommen hat und insbesondere auch die Nutzung des Spielplatzes als solches. Weiter in Aachen, im Symondviertel.
Da möchte ich noch auf eine weitere Methode eingehen, die wir verwendet haben, und zwar die Passantenbefragung. Wir sind also mit einem Fragebogen in den Untersuchungsraum gegangen und haben dort nachgefragt, wie empfinden Sie das Spazierengehen? Empfinden Sie das als sehr attraktiv? Einmal vorher und einmal nachher. Und hier sehen wir schon eine erste Verlagerung hin zu einer vollständigen Zustimmung. Man kann aber sagen, insgesamt ist der Umsetzungsprozess in Köln sehr gut gelaufen. Die Maßnahmen sind weitestgehend im Projektzeitraum abgeschlossen worden. Es gab keine größeren Widerstände durch Bürgerinnen oder Bürger. Kommen wir zur Stadt Aachen. Hier die drei Maßnahmen: Radvorrangroute, Fußgänger-Premium-Route auf der Lothringer Straße. Wir können sie auch hier auf dem Bild sehen. Dann die Platzumgestaltung und Begegnungsflächen auf der Martin-Luther-Straße bzw. Gottfriedstraße und eben die Carsharing-Station auf der Richardstraße. Es wurden verschiedenste Partizipationsprozesse durchgeführt. Es gab diese Woche der Mobilität, wo die Stadt mit einem Stand da war. Es gab Stadtspaziergänge, mehrere, die stets ausgebucht waren. Stadt Kiel, da haben wir den bespielbaren Straßenraum auf der Wellingdorfer Straße. Wir sehen ihn hier auch auf dem Bild. Die Verbesserung des Schulweges auf der Kieler Kuhle und eben der Ausbau der Barrierefreiheit. Stadt Leipzig noch als letzte Stadt, hier die Einrichtung einer Fahrradstraße, dann die Einmündung an der Holzhauser Straße, Naunhofer Straße und eben die Querungsstellen an der Gletschersteinstraße. In Leipzig kann man sagen, war der Umsetzungsprozess von vielen Hemmnissen geprägt, die sich auch gegenseitig dann beeinflusst haben. Jetzt ist ja eigentlich eher die Frage, was können wir aus diesen Umsetzungsprozessen lernen? Was sind unsere zentralen Erkenntnisse und Thesen? Die erste Erkenntnis ist eben, dass wenn Rahmenkonzepte und Beschlüsse zugrunde liegen, lässt sich eben die Maßnahme hieraus leichter durch- und umsetzen. Weitere Erkenntnis ist, sind die Straßenverkehrsordnung, ebenso auch wie die Verwaltungsvorschrift hierzu. Die haben jetzt keinen wesentlich hemmenden Faktor in den Umsetzungsprozessen eingenommen. Es war aber so, dass sich hier viele InterviewpartnerInnen eben gewünscht haben, dass dort die StVO eben mehr Freiheitsgrade zulässt in dem, was man umsetzen möchte. Anderer Punkt, es wurde ja immer mal wieder auf die temporären und provisorischen Maßnahmen eingegangen. Und auch hier ist die Erkenntnis, wenn eine Kommune eben zunächst mit temporären Elementen arbeitet, kann man hier wesentlich schneller in den Umsetzungsprozess kommen. Man kann wesentlich schneller den Umsetzungsprozess abschließen. Kommen wir nun zu, was lernen wir eigentlich daraus? Also Mut und Wille in der Verwaltungsspitze und in der Kommunalpolitik, um eben Maßnahmen zur aktiven Mobilität umsetzen zu wollen und auch eben erstmal über temporäre Maßnahmen. Temporär sollte in diesem Fall dann auch groß geschrieben werden, sich also nicht auf das, was man bis dahin erreicht hat, ausruhen, sondern dann die dauerhafte Lösung gestalten. Wichtig ist auch, alle relevanten Stellen und Institutionen, die ich für mein Vorhaben brauche, frühzeitig ausfindig machen, frühzeitig einzubeziehen. Das war auch eine Erkenntnis aus den Interviews. Was brauche ich eigentlich und wer hat vielleicht auch noch Interesse, im selben Zeitraum in diesem Umsetzungsgebiet was anzustoßen und dass dort eben die Abstimmung wesentlich früher vollzogen wird. Insgesamt kann man also hierzu sagen, Abstimmungsprozesse sind komplex, können komplex sein, sind aber auch umso wichtiger und sollten auch mehr in den Fokus gerückt werden. Kommen wir noch zu Partizipation und Transparenz. Was können wir hier eigentlich lernen? Wichtig ist, dass man eben sein Projekt und sein Vorhaben transparent im Quartier kommuniziert. Da haben die vier Modellprojekte, glaube ich, sehr viel auch auf den Weg bringen können und sehr schöne Erfahrungen auch zeigen können. Gerade sozusagen finde ich gerade im Bereich der Verkehrswende sind solche Modellprojekte sinnvoll und erforderlich. Wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie bespielen wir die Plätze letztendlich auch. Was können wir da vornehmen? Es reicht ja nicht, einfach da nur die Parkplätze wegzunehmen, sondern wir müssen da letztendlich natürlich auch die Qualitäten schaffen. Dann im Prinzip auch sehr beispielhaft war, finde ich, kann natürlich auch eine Beteiligung durch die Intervention erfolgen. Also das heißt, erst indem ich temporär interveniere und die Parkplätze wegnehmen, komme ich zu einer Kommunikation. Und da ist im Übrigen, da kommen dann auch diejenigen, die vielleicht sonst nicht kommen. Also erst diese Diskussion hat dann letztendlich natürlich was gebracht, setzt sehr viel Mut, wie ich finde, voraus. Insofern freue ich mich, dass wir hier vielfach gezeigt haben, nicht über das Sollte, Könnte, Müsste, sondern über das Machen geredet zu haben. Vielen Dank. Da werden Ihnen auch keine Elektroautos reichen, sondern Sie brauchen wirklich eine Verkehrswende. Das muss weg vom Auto. Wir brauchen weniger Autos und das muss schneller werden. Und das Letzte, was ja auch das olympische Motto ist, wir müssen stärker werden.
kam ja immer die Frage, was machen wir eigentlich mit den Parkplätzen? Und das ist, glaube ich, wirklich ein extrem wichtiges Thema. Wir müssen an die Parkplätze ran, weil sie schaffen Platz für die Menschen. Sie kriegen Grün in die Städte rein. Und es ist auch ja schon angesprochen worden, wenn wir natürlich gemeinsam vorangehen wollen, dann müssen wir auch mutiger werden. Wir kriegen nur die Stellplätze weg aus den Städten, wenn wir tatsächlich das Angebot erst hochfahren. Und dazu ist aktive Mobilität ein Baustein, aber ÖPNV eben der andere. Und das muss eben auch schneller eben vorangebracht werden. Aber ich möchte zumindest meinen Dank sagen, nämlich einmal an die Städte, dass sie nicht nur sich da sehr engagiert haben, eben bei dem Thema aktive Mobilität. Ich meine, das ist ja der eine Punkt. Das andere ist aber, dass sie überhaupt die Bereitschaft hatten, überhaupt bei der Evaluation mitzuwirken. Das ist ja zusätzliche Arbeit gewesen und so weiter. Ich fand das wirklich super und dafür auch meinen Dank.